Marcel Lenz, 24 Jahre alt, zweiter Torwart beim MSV Duisburg. Über ihn kann man vor allem eines sagen, er ist und bleibt seiner Heimat treu. Du kommst aus Duisburg, oder? Du bist richtig, richtig Ur-Duisburger. Ich bin hier geboren, bin hier groß geworden. Also bist du auch mit dem MSV so richtig groß geworden? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich auch schon öfters gesagt, ich war damals auch schon, wo ich schon ein kleiner Junge war, immer mit meinem Vater im Stadion, habe mir meine Vorbilder angeschaut und jetzt ein schönes Gefühl, dass ich sagen kann, jetzt stehe ich da jeden Wochenende selber auf dem Rasen. Hattest du denn damals dann auch tatsächlich ein Vorbild im Tor oder wie kamst du dann zum Torwart-Dasein? Ja, gute Frage. Es gibt ja viele, die haben immer eine Story dazu, wie sie Torwart geworden sind, aber bei mir war es eigentlich, gibt es keine große Story dahinter. Ich habe einfach Spaß daran gehabt. Ich war auch im Feld gut genug, aber mir hat es dann im Tor doch mehr Spaß gemacht. Von daher kam es dann so. Aber es war schon als kleiner Junge tatsächlich ein Traum von dir, irgendwann mal für den MSV kicken zu dürfen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also deswegen, ich bin auch echt richtig froh und stolz darüber, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe. Ja, und jetzt ist natürlich mein nächster Traum dann auch wirklich mal zu spielen, regelmäßig zu spielen und das wäre dann natürlich, ja, das ist mein Traum auf jeden Fall. Aber du hattest immerhin 2 Einsätze letzte Saison, das heißt, du warst auch auf jeden Fall Teil des Aufstiegskaders. Ja. Wie fühlt sich das dann so an? Klar, denkt man sich dann immer, gut, er hat 2 Spiele gemacht, 1 davon, gut, das letzte in Wiesbaden war dann ein bisschen Schuckelei zum Schluss, aber trotzdem sehe ich mich mit als Aufsteiger auf jeden Fall. Ich habe ein Spiel gemacht gegen Cottbus, haben wir gewonnen. 3 Punkte, die waren am Ende auch wichtig. Von daher sehe ich mich auf jeden Fall, sehe ich es so, dass ich zum Aufstieg meinen Teil dazu beigetragen habe. Was ist dann jetzt so dein sportliches Ziel für die Saison? Ja, auf jeden Fall möchte ich wieder auf meine Einsätze kommen. Das wäre natürlich super, wenn es klappt, weil zweite Liga habe ich auch noch nicht gespielt. Und das wäre auf jeden Fall so mein Ziel. Und dann halt auf längerfristig gesehen will ich dann natürlich auch irgendwann mal die Nummer 1 hier bei uns sein. Wenn du sagst, du willst gerne mal die Nummer 1 werden und Stammspieler werden, was glaubst du, sind so deine Stärken, mit denen du dann auch die Mannschaft so unterstützen kannst als Torwart? Ja, ich denke, meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich am Fuß für einen Torhüter recht stark bin. Ich bin mitspielender Torwart und ich denke, dass ich die Stärken auch gut einbringen könnte dann in der Mannschaft. Für viele Feldspieler ist es immer so der absolute Adrenalinkick, endlich ein Tor zu schießen. Ja. Was ist es so für den Torwart? Für den Torwart ist es dann ein bisschen weniger. Ich denke mal, wenn man zu Null spielt, ist es schon ein Riesenerfolg für den Torhüter. Und das ist, denke ich mal, dann auch so ein Adrenalinkick, wie du jetzt schön gesagt hast. Gegen Cottbus, wo ich gespielt habe, ein Elfmeter gegen Matuschka, war ich da dran. Hatte ich auch schon einen leichten Adrenalinkick, wenn man den Ball sogar an den Fingerspitzen spürt und den dann trotzdem leider nicht hält. War zwar ärgerlich, aber ich denke mal, wenn ich den Ball gehalten hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nackig zur Kurve gerannt. So übertrieben jetzt. Nackig zur Kurve rennen wir jetzt nicht. Dafür laufen wir noch ein wenig durch den Duisburger Rheinpark. Ehe Marcel die Aufnahme in die Duisburger Jugendmannschaft gelang, kickte er beim VfL Duisburg Süd und beim GSG Großen Baum. Mit 9 Jahren wechselte er dann nochmal vom MSV in die Schalker Jugend und durchlief dort seine Ausbildung, bis er dann ab 2010 für die zweite Duisburger Mannschaft auflief. Ein Wechsel kam seitdem für ihn nicht in Frage, auch nicht als 2012 die zweite Auswahl in die Oberliga abstieg und dem MSV die Lizenz entzogen wurde. Der Ersatzkeeper ist ein echter Duisburger und auch seinen 12 Wochen alten Sohn zieht er in der Heimatstadt auf. Mit seiner jungen Familie verbringt er die meiste Zeit seiner Freizeit. Dienstagmittag, 13 Uhr ungefähr. Normalerweise wird es jetzt nicht im Rheinpark hier gemütlich sitzen, oder? Wie kann man sich sonst so deinen Alltag vorstellen? Gute Frage. Vielleicht wäre ich jetzt, wir haben mit meiner Frau jetzt vor 12 Wochen ein Kind bekommen, einen kleinen Sohn. Vielleicht wären wir jetzt hier spazieren gegangen, aber allgemein bin ich nicht so oft hier jetzt. Wie kann man sich sonst so dein Leben vorstellen? Was machst du so außer Fußball? Das ist eine gute Frage. Oder ist Fußball doch tatsächlich Fußball der? Ist schon, viele denken, Fußball ist halt wirklich nur ein Hobby. Aber es ist ja wirklich, für uns ist es ja wirklich ein Beruf. Und es ist wirklich so, dass man praktisch den halben Tag auch am Trainingsgelände ist. Und wenn man dann mal nicht am Trainingsgelände ist, ist man trotzdem in seiner Freizeit öfters nochmal in der Vita und macht dann noch was für sich. Also klar,
kann man es jetzt nicht mit einem Bürojob vergleichen, wo man, weiß ich nicht, 8-9 Stunden auf dem Stuhl sitzt oder so. Es war trotzdem immer noch ein angenehmes Leben, was man hat, sage ich mal. Aber trotzdem ist es schon ein anstrengendes zeitaufwendiges Leben. Genau. Und so privat ist dann auch tatsächlich Fußball immer noch Leidenschaft? Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade nach dem Training oder jetzt nach dem Wochenende beim Spiel macht man sich natürlich trotzdem, auch wenn man zu Hause seine Gedanken, hat man dann auch mal so Momente, wo man dann mit dem Kleinen unterwegs ist, wo man dann wirklich mal abschalten kann. Aber wenn man dann wieder eine ruhige Minute für sich hat, dann denkt man wirklich schon hauptsächlich nur daran. Ne? Das heißt, für dich ist es auch ein Feiertag, dass die Bundesliga jetzt wieder am Start ist? Ja, auf jeden Fall. Das wird gut tun, mal wieder ein bisschen was endlich zu mal wieder endlich Fußball mal wieder im Fußball Leben, gucken, ne? Genau. Fußball gucken und selber mal wieder was dazu beisteuern, ja. Damit andere Leute wieder was zu tun haben.